Resident Evil 6. Und den hier, und den hier. Die geht münzfrisch. Oh, ich hab noch Pferd zu bekommen. Aber oh, warte mal. Jungs, ich lege euch was dahin. Ja, ich wollte gerade sagen, zum deinem Ding. Oh, sieh es an. Eine Lawine. Oh, oh. Wir müssen sofort schnell Stehmobil nutzen. Ja, ich hab's. Sie soll leise sein. Oh Mann. Nein, nicht bremsen, beschleunigen. Schneller! Ich sehe die ganze Zeit wieder Sachen am Boden liegen. Oh, wieso denn? Aufgeben, du rutscht bei mir voll da runter. Ich hasse sie nicht. Oh nein! Nach rechts! Wow, rechts ist da, wo der Daumen links ist. Wow! Bäume! Schneller! Wow! Kein Unfall bauen, Master. Das ist schon wieder sehr verlockend für dich, ne? So ich hab Steuer. Nicht langsamer werden! Ich verpasse leider alle, Alter. Oh Gott. Oh nein! Was passiert? Ich wurde erwischt. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen weiter rechts bleiben sollen. Okay. Alles okay, klar. Wo starten wir? Okay, da. Gott. Oh nein. Nicht gut. Ich habe aber keinen Unfall gebaut. Die Lawine war einfach da, während ich auch da war. Ja. Oh mein Gott. Es sind so fucking viele Bäume. Oh Gott. Oh nein. Schon zu... Oh nein, ich dachte, war für mich. Ich bin schon gegen drei Bäume hier gedüst. Ich will hier nicht begraben werden. Oh Mann. Ich glaube, das wird nichts für mich. Nein. Nee. Mein Vater hat es voll mit der Lawine gekreuzt. So, das ist mir auch voll passiert. Okay. Jetzt weißt du, wovon ich rede. Aber du hast schon drei Bäume geknutscht. Man stirbt nicht sofort dadurch. Nee. Kriegst wahrscheinlich nur Schaden. Ich hab einen Baum geknutscht. Ja, ich geh einfach weg von denen. Außerhalb. Ich tu einfach außerhalb hier von fahren. Wow, nein. Nicht langsamer werden. Ich will hier nicht begraben werden. Bin direkt hinter dir. Ja. Also wenn das hier nicht gerade hier lebensbedrohlich ist, dann würde ich das sogar feiern. Ja. Also ich habe hier meinen Spaß. Gott. Oh, jetzt durch die Eishöhle. Ja, da liegen Sachen am Boden, ne? Ja, ich kann ich gar nicht drauf reagieren, ne? Ich auch nicht, ja. Oh Mann, was ist hier los? Alter. Das ist keine gute Idee. Wo jetzt lang? Nicht da lang. Alter, du hast mich runtergeschoben. Bitte gar nicht wahr. Boy. Ich habe auch jede Sekunde da runtergefallen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wo man da hin muss, ey. Alles geht kaputt. Das ist keine gute Idee. Oh Mann. Oh Gott. Waren wir überhaupt noch in die richtige Richtung? Oh. Was? Ich muss eins sagen, das war ziemlich cool. Ja. Wir sind zwar insgesamt dreimal gestorben. Sind Sie okay? Gehört halt sowas dazu. Mach dir keine Sorgen, bin gebaut wie ein Panzer. Ja. Schön, werde ich nicht.
gehen wir. Ich bin gebaut wie ein Panzer. Ja, und ich habe Autoheilung. Ja. Kein Grund so anzugehen. Moment mal, wenn du Autoheilung hast, warum kannst du dich nicht einfach selbst heilen? Ja, ich weiß nicht. Ist voll nicht fair. Ich trete euch weg. Meine Fäuste sind bereit. Okay. Machen wir das mal auf. Ich weiß, das zu schätzen. Oh nee. Oh nein, nicht der schon wieder. Wer ist er denn? Ah, ich erinnere mich hier ran. Müssen wir jetzt, ist das wirklich jetzt gerade so eine Stealth-Passage? Ich glaube ja. Das ist eine der Sachen, an die ich mich nur erinnern kann. So ein paar Sachen kann ich mich hin und wieder mal erinnern, aber. Ich geh mal hier rein. Kannst du auch rein? Kann ich auch rein? Nein. Nein? Wir können ja beide rein, ist doch groß genug. Wir sind weg. Es fliegt weg. Ich meine, die Dinger kann man nicht kaputt machen oder so, ne? Ich glaube, wir sollten sie auch nicht kaputt machen. Ich glaube, sie würden zu viel Krach machen. Komm da wieder zurück. Wie soll man jetzt da vorbeikommen? Musst du jetzt irgendwie. Warte. Ne, der bleibt genau da stehen, ne? Ja, er bleibt da stehen. Jetzt dreht er um. Ich überlege gerade, wenn man hier vorbeikommt. Oder müssen wir sie doch ausschalten? Kann ich. Oder vielleicht müssen wir hier runter irgendwo. Nee. Okay, auch wenn es eine schlechte Idee ist, ich versuche mal. Versuch's mal. Er hat uns entdeckt. Oh. Okay, ich verstecke mich. Oh, nicht. Links aber noch am Leben, glaube ich. Aber da kommt er angerannt. Und auf mich los. Oh ja. Auf dem Weg. Mann. Ich bin doch nicht mal der, den du so hast. Was war das? Kommt auf dich los. Okay. Ja. Okay, hab's kapiert. Ich meine, die können uns entdecken, aber solange wir uns schaffen, noch rechtzeitig zu verstecken, ist das noch okay. Ich weiß nicht, wie man hier vorbeikommt dann. Ich auch nicht. Da wird irgendjemand angezeigt. Müssen wir uns da drin verstecken. Weil man kann ja nicht hier vorbei. Kommen wir immer genau da. Ja, pass auf, da unten ist dieser Ring am Boden, ne? Woher darf man sich nicht bewegen? Weiß es nicht. Irgendwo muss es ja weitergehen. Versuch mal da vorbei zu laufen. Ich bewege mich mal nicht. Nein. Ja, nicht funktioniert. Er hat uns entdeckt. Zeit zu rennen. Okay. Mal einmal. Warum bist du nicht da drin geblieben? Oh Gott. Ich hoffe, du findest sogar zum Verstecken.
Nein. Nee. Nein. Ich habe eigentlich gedacht, du wärst nur in einer Mülltonne drin. Da kann man sich beide verstecken, ist auch groß genug, das Ding. Wollte ich gerade sagen. Gut. So. Warte, Moment. Oh, wir sind hier. Wollte ich gerade fragen. Wir sind hier. Warum sind wir jetzt hier? Ja, nicht. Warum nicht, ne? So. Okay, also wir müssen. Bah. Kann man irgendwo vorbei ohne. Man ist direkt dagegen gegenüber. Ja, lass uns mal kurz vorbei. Lass uns mal kurz vorbei. Da ist eine Leiter. Oh Mann. Oh, da. Ich geh da hoch. Keine Ahnung. Ist eine Truhe. Cool. Ich bin tot. Ich hab da gerade eine Truhe. Ich hab da gerade was gesehen. Sherry. Ja, da oben ist eine Truhe mit Fähigkeitspunkten. Ich bin gewillt, diese zu überspringen. Oh Mann. Okay, einfach geradeaus dann. Nur. Alles klar, verstanden. Ich sehe, wie es hier abläuft, Spiel. Sehr gut. Oh, ich kann euch doch flüstern, wenn ich jetzt was sage. Vorwärts. Gut. Gute Arbeit. Ruhe. Warte mal, was ist passiert? Ah. Was? Ah, ich kann die ausschalten. Dann mach es. Zurück. Gut gemacht. Ich kann ihn mit dem Charge-Angriff anvisieren. Ja, voll broken. Hinten. Aber na klar, das macht Sinn. Weil ich erzeug ja keinen Krach. Dann mache er weiter. Hab das Ding tot. Das Ding ist tot. Ja, dann geh auf den los. Front. Den schnapp ich mir. Der steht. Dann kann man auch hier die Fähigkeitspunkte holen. Es ist schön, wenn man das auf diese Art und Weise herausfindet, wenn man zweimal stirbt. So, war der nicht hier? Er hat uns ja jetzt nicht gemerkt. Nein. Ach, hier müssen wir hier weiter. Ich will noch gucken, was hier ist. Ist da noch was? Ja, nicht. Der Typ ist hier, also. Er hat uns entdeckt. Verdammt. Was? Ich will noch gucken, was hier drin ist. Fähigkeitspunkte, alles klar. Oh. Muss auch mal gucken, was da auch noch ist, ne? Aber Fähigkeitspunkte. Also, ja. Ja, wir nee, so können richtig. Da auch verzichten. Ja. Es nicht. Ja, wir tun die sowieso nicht hier benutzen, habe ich so das Gefühl. Ich vergesse die immer zu was? Benutzen. Ja, ich auch. Den schnapp ich mir. Das. Vorwärts. Okay. Ja, da ist die Kiste. Aber da sind auch Fähigkeitspunkte drin. Ja. Ich bin aber auch nicht an dem. Ich glaube, ich war zu nah an dem oder so. Keine Ahnung. Das kann sein. Ich bin nicht in so eine Fliege reingelaufen. Aber die Fähigkeitspunkte. Ja, das habe ich gesehen. Gut gemacht. Die Dinger hole ich mir aber. Ich auch. 2000. Na gut. Nochmal runter. Ja. Ja. Kontrollpunkt. Ja. Also hier ist was. Was aber, Moment. Gucken wir uns hier erst noch mal um. Okay, hier ist nichts mehr. Okay. Okay. Vorwärts. Brauch Hilfe, Jake.
Ruhe. Nein. Bitte? Oh, oh. Oh, der Typ geht echt richtig ab. Was? Was da? Was da? Was da? Oh Gott. Ich wollte ihn einfach zurückschieben. Ja. Dachte sich hier so. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das ist wie dieser eine von. Wie heißt der Film nochmal? Texas Chainsaw Massacre? Leatherface? Ich weiß es nicht. Hier geht's weiter. Sind vielleicht mal einige meiner Dinger hier reinpacken. So. Wo geht's weiter? Ach, wir kamen von hier. Yeah. Aber, yeah. Ja, ich dachte, wir kamen von hier. Da habe ich auch nicht gewusst, dass man hier die Dinger kaputt machen kann. Ich weiß davon ja gar nichts. Da ist eine Tür, da müssen wir hin. Hier sind zwei. Hier sind eine Menge von diesen Mülltonnen. Ah. Hier sind Scheinwerfer. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie einen Unterschied macht für den. Der sieht uns ja nicht irgendwie. Weil irgendwie nicht so gute Augen, keine Ahnung. Mach mal ein paar Fliegen kaputt, bitte. Oh, okay. Oh ja, ich glaube, ich muss mich irgendwie. Ich habe hier so einen Überblick über das ganze Gebiet. Ich glaube, einer von uns muss da runtergehen. Und ich glaube, ich muss da runtergehen. Ja, weil du die Fliegen kaputt machen kannst. Aber da sind eine Menge. Mann. Oh, warte mal. Er hat uns entdeckt. Mülltonnen, Mülltonnen. Müssen wir uns verstecken? Mülltonnen. Die ist voll. Nein. Was? Die ist auch voll. Nein. Entschuldigen Sie einen Moment, ich brauche eine Mülltonne, die noch nicht voll ist. Ah! Oh Mann. Oh. Warum habe ich sofort eine Mülltonne gefunden, die leer war? Die waren alle. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, welche Mülltonne voll und welche leer ist. Ja. Ja, die ist voll. Die habe ich auch schon gecheckt. Die ist auch voll, ne? Die eine ist nur leer. Ja, ja, toll. Hm. Oh, warte mal. Das ist ein Koffer. Fähigkeitspunkten. So, dann warte mal. Guck ich mal, wie ich das hier so zeigen kann. Die eine Fliege jetzt da unten ist, die kannst du kaputt hauen. Ja. Warte. Mach die nicht kaputt, da kommt eine andere. Ich kann sie auch von vorne angreifen. Nein, ich muss sie von hinten angreifen, weil sonst renne ich ja halt in deren Lichtkegel rein. Oh. Hier sind zwei, also glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich weiß gar nicht, wo du hin musst, ehrlich gesagt. Lass mich hier nur, lass mich im Blick. Ja, da in der Mitte kannst du reingehen. Das ist nix. Ja. Warte. Die rennt gerade weg. Ja. Jetzt komm weg. Da kommen noch zwei. Ja, ich sehe sie. So, eine kommt dir entgegen, die andere ist weg. Die eine kannst du erledigen, wenn sie wieder weggeht, nehme ich an. Oh, oh. Nein.
Schnell, ups. Verstecken. Schön, dich bekannt zu haben, Master. Einer von uns wird sowieso sterben. Das ist ein Problem. Ja. Außer gab es hinten irgendwie auch noch eine Mülltonne irgendwo? Nein. Hm. Gut. Okay. Ich mache kurz Fertigkeitspunkte da. Fähigkeitspunkte. Muss da irgendwo zwei Mülltonnen geben zum Verstecken? Kann nicht wahr sein. Ich weiß zumindest, wo der Startpunkt ist, wo ich hier reinkomme. Okay. Okay, wenn du bereit bist. Okay. Der kommt zwei entgegen. Also. Die drehen jetzt beide wieder ab. Alle sind alle eigentlich hier. Warte. Da kommt mir gerade ein entgegen. Ja, die kannst du erledigen, wenn die wieder abzieht. In die andere Richtung. Oder auch nicht. Ich komme den ganzen Weg hier zurück. Genau. Einfach mal gucken. Ne. Versuche eine Blendgranate auf den zu werfen. Naja. Aber sie ist noch nicht explodiert, bevor er angekommen ist. Müssen wir überhaupt hier die Gegner alle erledigen? Ich glaube, wir müssen da nur zur Tür hingehen, ne? Ja, und natürlich toll, ja, wenn die ganzen Dinger hier weg sind. Erstmal. Ja. Aber wir müssen ja irgendwie da durch, damit wir an die Tür rankommen. Ja. Okay, ich glaube, ich sollte dich ein bisschen mehr im Auge behalten. Ich hole mal cool dahin. So, da sind drei, ich glaube drei Dinger sind hier. Eine kommt dir von da entgegen. Da, wo du jetzt lang gehst, habe ich nicht alles im Blick. Aber da ist, glaube ich, nichts. Da sind zwei, die gerade abzischen. Nein, keine gute Idee. Okay, hat irgendwie geklappt. Also Vorsicht, Vorsicht, da kommt auch eine von der Richtung. Geh mal ein bisschen zurück, ja. Ja, die kommt dir entgegen. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Da bist du. Ich bin gerade wieder drin. So, die kannst du erledigen. Pff. Okay, gut. So macht man, so kümmert man sich um Ungeziefer. So, ich guck gerade. Da kommt ja von unten eine entgegen. Die könnt ihr erledigen. Warte. Von der anderen Richtung kommt auch eine, glaube ich. Nee. Geht immer hoch. Ja, geht immer hoch. Nee, die ist auch abgezischt. Lass mich mal, bleib mal kurz da oben. Ich muss mal kurz gucken, wie er auf der Seite aussieht. Ja. Weil sonst könnte man, glaube ich, eigentlich schon darüber gehen, ne? Nee. Muss man denn da hin? Nee, noch nicht. Du kannst entweder hier so durch die Mitte durch oder hier so herum eigentlich. Aber da sind überall die ganzen Viecher. Ja. Ich muss halt irgendwie warten, bis ich irgendwie eine Chance habe, die anzugreifen, ohne dass sie mich sehen. Die dürfen mich ja nicht sehen. Die sind immer zwei an einem Ort, leider. Das heißt, ich muss eigentlich relativ schnell reagieren. So, jetzt sind die getrennt. Ich gehe mal wieder rein. Ja, die eine ist jetzt mit dem Rücken zugedreht, die kannst du erledigen. Wo ist die? Ja, da. Ich glaube, die kriegst du aber nicht mehr, oder? Nee, jetzt kommt, nee, jetzt kommt eine andere. Pass auf. Da kommt die zweite. Ich habe mich schon wegbewegt. Oh, das ist jetzt nur noch eine. Warte. Die dreht jetzt wieder meinen Rücken. Ah, da kommt auch eine andere gleich. Pass auf. So, nochmal zurück. Ja. Okay. Wie viele Fliegen sind da noch? Zwei. Zwei noch. So. Geh ein bisschen zurück, aber brauchst nicht so weit. Ja. Warte. Du bleibst stehen gerade. Noch ein bisschen zurück, weiter.
weiter, zurück, 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 zurück. Okay, jetzt sind wir zurück, 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 weiter, weiter, weiter. Jetzt macht sie platt. Doof. Ab sie. So, jetzt nur eine Fliege noch übrig. Ja, du kannst ja schon, du kannst schon da ein bisschen weitergehen. Kannst schon weitergehen. Ich muss mal gucken, wie die sich bewegt. Weil die bewegt sich irgendwie nur so die Treppe entlang, glaube ich. Kannst du, wenn die, ja genau, wenn die Treppe hochgeht. Vorsicht. Okay. Pass auf, die dreht sich gleich um, glaube ich. Ja, ich sehe es gerade. Ja, er bleibt da. Geht die Treppe gerade runter. Du kannst so vor der Treppe, kannst du eigentlich so ein bisschen laufen. Ja, ich bleib hier erstmal ein bisschen in Deckung. Ja. Damit mich diese dämliche Fliege nicht sofort sieht. Die macht sich auf den Weg die Treppe hoch. Ja. Schnapp sie dir. Schnapp sie. Brich dir das Genick. Nein. Die ist sogar erledigt. Die war sogar tot. Shit. Schön, dich gekannt zu haben, Master. Ja. Ja, also. Ich muss sogar dann noch die Tür aufmachen. Das heißt, ich muss hier erst alle Fliegen erledigen. Ja. Die Tür öffnen. Und dann musst du da ja auch noch mit durch. Ja. Wo ist der Typ eigentlich? Wie kann er uns die ganze Zeit hören eigentlich? Wo kommt denn eigentlich mal her? Also, man sagt ja da, dass diese Wache. Dass diese Fliegen dem ja irgendwie ein Signal geben. Ja. Die sind seine Augen. Oh Gott, was höre ich da gerade bei dir? Okay. Erste Fliege hab ich schon erledigt. Okay. Ich kann sie auch direkt instant töten, wenn ich ansehe, wenn ich direkt bei ihr bin. Okay, sehr gut. Also könnte ich die eigentlich auch töten, ne? Aber einer muss da gucken. So, da sind zwei Fliegen, also da kommst du, glaube ich, noch nicht vorbei. Nee. Eine kommt dir, eine einzelne kommt dir entgegen. Nee, die zischen alle ab, oder? Doch, die kommt dir entgegen. Ja, die kommt dir entgegen. Ja, warte. Ja, jetzt. Schnell, die andere kommt da oben entgegen. Okay, sehr gut. Ja, kannst ungefähr da bleiben. Warte. Die zischt wieder ab. Da kommt eine andere. Ja, bleib da. Alles okay, ja. Alles okay. Jetzt ein bisschen zurück. Okay, jetzt. Mach sie platt. Einfach ins Gesicht getreten. So, jetzt kannst du schon ein bisschen weiter da. Ich glaube, die eine geht nicht so weit. Ich warte noch. Ich warte, bis sie sich umdreht. Ja, warte. Okay, jetzt. Durch. Ja. Hab sie. So, jetzt die da eine Treppe noch. Okay, ja, bleibt ungefähr da. So, macht Fliege das. Die macht sich auf dem Weg zur Treppe. Machst du platt? Machst du platt? Ganz ruhig, ganz ruhig. Hab sie. Okay. Also da. Ich hab sie. Da komm ich auch gezeichnet. So, warte, Moment. Jetzt, bevor wir hier irgendwas anderes machen, geh erstmal rüber. Nehme ich die Fähigkeitspunkte mit. Ja. Die können wir nur nicht einfach so liegen lassen. Mal irgendwann nehmen. Mann, ey. Jetzt aber auch lang genug gedauert. Deswegen erlaube mir, Daniro, dass ich noch eben die Tür für dich öffne. Ja, okay. Oh, guck mal da. Kann man anschießen? Ja. Ein Schlangensymbol. Er hat uns entdeckt. Nein. Mach die Tür auf. Ja. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür zu. Ey, mach die Tür zu. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Das war überhaupt nicht gruselig. Nein. Okay. Okay. Zeit zu rennen. Lauf! Ich laufe da schon. Wo läufst du denn?
Ja, alles klar. Ich will nicht auch auf unser Endresultat sehen, um zu sehen, wie oft wir gestorben sind. Oh, das wird unschön. Hint, war jetzt mal im Ernst. Das ist doch echt lächerlich. Hallöchen! Hallo und tschüss. Jake. Ciao. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, du musst einfach durchrutschen. Ja, das ist das, was du tun musst. Boah. Sherry. Boah, das ist der gleiche wie mit Pierce damals. Ja. Pierce. Moment mal, du bist gar nicht Pierce, du siehst so weiblich aus. Und er sieht auch nicht aus wie Pierce. Die Vermehrung sind ja alle ein bisschen Pierce. Ja. Okay, rutschen. Verstanden. Nein! Boah. Oh, ich bin noch. So, ich hab ich gelernt. Oh, ich renne einfach. Lauf, 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 lauf. Wohin müssen wir denn? Da ist eine Treppe, eine Leiter. Oder? 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 Zu viel Stress gerade. Ja. So, jetzt sind wir wieder hier. Oh, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht noch mehr Fliegen kommen. Hi. Hi. Ja, da haben wir ja gerade. Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Und was jetzt? Was zum, oh, guck mal, was da ist. Liegt so viel Waffen. Wollen wir die aufsammeln? Was ist das hier als Sprengsatz? Ferngezündeter Sprengsatz. Was sollen wir damit? Sollen wir den damit ablenken oder was? Wirklich? Ich kann keine mehr mitnehmen. Na gut, dann versuchen wir mal. Ich habe noch 9 Stück. Ich will mal ein paar benutzen hier. Ich habe jetzt mal einen da hingesetzt. Was wohl passiert? Wenn du den zündest. Okay, da ist noch eine Leiter, die nach oben geht. Ich glaube, da muss ich mich hochschießen. Ja. Richtig da hochschicken? Ja. Nehme ich an, ich muss schon wieder sagen, wo du überall hin musst oder so. Keine Ahnung. Ich guck mal, was hier ist. Hier kann ich runter. Was haben wir hier? Ich auf der anderen Seite. Ja, der wurde ein bisschen aggro gerade. Und der geht da hin, alles klar. Jetzt kannst du die Fliegen erledigen wahrscheinlich, ne? Oder direkt das Ding einsammeln. Ne? Noch besser. Nein! Ich muss mal drücken. Warum muss ich denn Quicktime-Event aktivieren, um die Karte da von denen aus der Hand zu nehmen? So. Alles klar. Ja, okay. Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Okay. Okay, dann werde ich so machen. Ich werde dafür sorgen, dass ich den ablenke und du krallst dir die Karte. Ja, alles klar. Ich glaube, das ist das, was wir tun müssen. Ja. Moment, ich setze da einen hin. Dann schicke er mich darüber. Ich sag dir Bescheid, wenn du anzünden kannst. Mhm. Hey. Ja, Moment. Hier drüben. Hey. Weil ich glaube, wenn ich weil ich bin nämlich gerade über das Eis gelaufen, das macht so viel Krach. Ja. Ist hier oben noch irgendwas? Nö. Okay. Fertig? Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Aber hier ist auch so eine blöde Fliege in der Nähe. Da muss ich auch noch aufpassen. Ja. So, eine Ablenkung wäre jetzt mal gut. Okay. Die blöde Fliege ist da in der Nähe. Ich setze noch einen Sprengsatz. Okay. Heb auf, heb auf. Okay. Ich glaube, die Flieger entdeckt mich. Okay. Ich hab das Ding. Ja. Findest du das, Mist, Karl? Okay. Ich geh wieder nach oben. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich geh mal nach oben. So. Müssen wir hin. Da ist die Tür. Okay. Ja. Einer. Beep.
Ich hätte nämlich sonst noch einen zweiten Springsatz. Ich hätte sonst noch, nämlich noch einen zweiten Springsatz gezündet, um den nochmal abzulenken. Ja. Regen, aber ich kann halt immer nur einen platzieren und dann direkt zünden. Ja. Mach mal, ich mach mal auf. Gemacht. Danke. Ja, danke. Kommen Sie rein, kommen Sie raus, geben Sie Geld. Wow. Dreh. Ich glaube, der wird reinkommen. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Okay, oh, ich mache schon mal die nächste auf. Es wie ein Vertreter, der sich nicht abwimmeln lässt. Ja. Drehen. Ein bisschen schneller drehen. Oh oh. Er ist wie ein Staubsauger-Vertreter. Warum lerne ich nicht? Ich bin schon immer den ganzen Weg hingelaufen. Und drehen. Da wird ja mal schwieriger. Lass mich am besten drehen. Ich musste den Control-Stick drehen. Ja, ich muss mal die blöden Tasten hier hin und her. Oh, gut. Oh. Ja, könnte plötzlich werden. Bora gegen Bora. Das war doch knapp. Dreh die ganze Zeit. Und ich drücke. Oh Gott. Oh oh. Unser Bora ist größer als deiner. Ah, fuck, ich muss ZR drücken. Ja, einer von uns muss immer hier so drehen, der andere muss dann drücken am Ende, ne? Ja. Aber jetzt muss ich zum Beispiel drehen. Ich hab's geschafft. Ah, muss ich wieder drehen? Ja, schaffe. Oh. Ja. Ah. So. Na also, wir haben es geschafft. War gerade so. Ja. Er ist ganz sicher bestimmt jetzt auf endgültig tot. Ja, aber das muss sich doch richtig, richtig gut anfühlen. Die Revenge, die wir ihm jetzt gerade gegeben haben. Ach ja. Weil erinnerst du dich, hör dich, wie er uns die ganze Zeit aufgespießt hat? Ja. Uns die Gedärme rausgewirbelt hat? Ja, jetzt haben wir das gleich gemacht. Ja, und wenn wir draußen sind, lasse ich uns abholen. Mein Team müsste in der Nähe sein. Okay. Dann mach ich schon mal eben nach, ob alle meine Waffen nachgeladen sind. Sind nachgeladen. Wunderbar. Let's go. Komm ja nicht so viel zum Schießen hier. Ah, Sonnenlicht. Es tut so weh. Da ist der Treffpunkt. Wurde auch Zeit. Da sind die Gegner. Oh Gott. Steh auf, Supergirl. Ja. Steh auf, Supergirl. Oh nein. Die freundliche Frau mit den Drogen. Was machst du hier? Du bist also Wesker Junior. Wesker? Wovon redest du? Albert Wesker war ein Wahnsinniger. Ein Narr, der die Welt zerstören wollte. Er war außerdem dein Vater. Was? Was dich zum Erben einer sehr speziellen Blutgruppe macht. Oh.
Game over, Leute. Game over. Ja. Ach, Tode. Ich habe Rang A und du hast Rang B. Ja. Ich bin gestorben. Bin. Und du achtmal. Ich habe einfach mal mehr als doppelt so viele Feinde wie du im Gesicht. Ja. Weiter? Wir machen weiter. Let's go. Aber ich muss erst mal einen Schnitt machen, natürlich. Ne? Ja, einen Schnitt. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.